Jeder Mensch, ob Mann oder Frau, wir alle haben einen Vater und eine Mutter. Doch vielen ist es nicht gestattet oder nicht möglich gewesen, ihren Vater je kennenzulernen. Die Umstände des Lebens haben es anders gebracht. Doch der Vater ist in jedem Menschen auch weiterhin präsent, genauso wie die Mutter. Hier ein paar Gedanken zum Vater. Liebe Zuhörer, wenn wir versuchen, zwischen unserer Mutter und unserem Vater zu wählen, erfahren wir uns gefangen. Oft steht unsere Mutter im Vordergrund und unser Vater eher hinten und im Abseits. Dennoch haben wir eine tiefe Sehnsucht nach ihm. Heute stelle ich ihn in den Vordergrund. Mein Vater macht mich ganz. Durch ihn erfahre ich mich ganz, weil er anders als meine Mutter ist. Durch ihn erfahre ich meine Mutter als weniger mächtig. Ihre Größe wird durch meinen Vater begrenzt. Im Einklang mit ihm halte ich ihre Größe aus. Durch meinen Vater bleibt sie für mich so menschlich, dass ich sie ganz nehmen kann. Zusammen mit meinem Vater ganz. Umgekehrt gilt es genauso. Durch meine Mutter kommt mein Vater auf die Erde zurück. Auch das Bild vom Vater im Himmel ist ein Bild. Ist es ein gültiges Bild? Oder steht es im Widerspruch zum Bild vom Menschen, wie Gott ihn mit der Welt erschuf? Nach diesem Bild, wie es die Bibel im Schöpfungsbericht beschreibt, sieht Gott das Bild von sich im Menschen. In diesem Bericht heißt es, dass Gott den Menschen nach seinem Bild erschuf. Was war das für ein Bild? Es war das Bild vom Menschen als Mann und Frau und als Vater und Mutter. Wo finden wir dieses Bild? Wo bleibt dieses Bild? Es bleibt auf Erden. Wo finden wir Gottes Bild? Wo finden wir Gottes Bild von uns? Wir finden es in unserem Vater und in unserer Mutter auf Erden. Wenn unser Vater am heutigen Sonntag seinen vollen Platz in unserem Herzen findet, wird es ein glücklicher Sonntag. Er nimmt uns auch mit
in eine glückliche Woche. Ihr Bert Hellinger.